Was brauchen wir als nächstes? Wir brauchen als nächstes Konstruktoren. Zwei Stück. Zwei Konstruktoren. Dann fühlt man sich wie neu geboren. Ja, nee. Das will er so nicht machen. Zu teuer. Oh, Moment. Zu teuer. Was braucht man denn für so ein Shit? Konstruktor. Ach so. Wir brauchen Kabel. Ach. Na, nichts leichter als das, Kollegen. Holen wir uns doch Blatt. Dann dürfte das No-Mam auch wieder fertig sein. Hier werden wir übrigens auch nochmal irgendwie Rampen bauen, um hier hochzukommen. Dann sind wir richtige Rampensäue. Und wir machen natürlich heute auch noch eine schöne Erkundungstour. Oh, erste Folge ist vorbei. Zweite Folge hat angefangen. Diese Aufnahmesitzung, ja. Und ich werde das Let's Play hier so erstmal weitermachen. Ich weiß nicht, wie lange. Aber es gibt jetzt schon zwei Abonnenten hier, die nur wegen dieses Let's Plays hier sind. Und da werde ich ein Divi tun, die zu enttäuschen und zu sagen, weißt du, du interessierst mich mal gar nicht. Ich höre jetzt das Let's Play auf. Nein, das ist... das wäre mir unangenehm. Das würde sich nicht gehören. So, gehen wir noch mal ans No-Mam. Das ist jetzt fertig hier. Gehen wir rein. Ah ja, Analyse abgeschlossen. Analyse von Farbpistole ist abgeschlossen. Bitte wähle einen neuen Knoten aus dem Baum, um eine neue Analyse zu beginnen. Ja, mach mal. Ja, eine Farbpistole, mit der können wir Dinge anmalen. Blütenblätter noch mal. Farbpatrone. Was braucht man dafür? Och, popelig. So, also theoretisch können wir jetzt Dinge einfärben. Also können jetzt unsere Gerätschaften bemalen. Nährstoffe, was haben wir hier? Nuss. Haben wir die noch nicht erforscht? Haben wir noch nicht die Nährstoffe erforscht? Doch, haben wir abgeschlossen. Warum sehe ich das nicht? Ach so, da brauchte man jetzt die ganz teuren Sachen. Elektroschnecken. Wir brauchen ungefähr 50 Rohre. Die sollten wir kriegen können. Irgendwo. Wird eigentlich Strom verbraucht, wenn die Maschinen aus irgendwelchen Gründen stillstehen? Kann mir das mal einer der Rohre sofort her damit. So. 50 brauchen wir nur, ne? Aber natürlich viel zu viel jetzt dabei. Ey, lass mich mal durch hier. So. Oh, da fliegt wieder das majestätische Fliegeding. So, dann wollen wir mal. No Ma'am. Elektroschnecken. Ja, sollte möglich sein. Forschung beginnen. Ich weiß nicht, was das bringen soll. Ja. Aber wir machen einfach mal alles, auch wenn wir nicht wissen, was es soll. Ich bin der Chaos-Lord. Ich darf das. Was mache ich denn eigentlich hier? Ich wollte doch jetzt weitermachen am geheimen Projekt, das eigentlich gar nicht so geheim ist. Ja, und alles, was hier gebaut wird, wird später wieder abgerissen, weil alleine schon, es kommen immer wieder Auswertungen der Dinge. Und es kommen auch immer wieder neue Dinge, die dazu gebaut werden müssen. Und ich habe noch keine richtige Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie das hier weitergeht. Memo an mich selbst, nicht essen vorm Let's Play. So. Diesmal ist es nämlich wirklich das. Konstrukteur. Kann ich? Sitzt der korrekt? Was mache ich denn hier? Sitzt der korrekt? Ja, irgendwie schon. Muss mal sehen, wie der Verlauf hier ist. Ja, das sieht gut aus. Ja, wenn du nicht weißt, was ich hier baue. Noch ein Konstrukteur, der kommt hier hin. Lass mich mal sehen. Ja, genau. Manchmal muss ich noch ein bisschen nachdenken, was ich hier eigentlich tun will. So. Ja, geht das? Ich will nur nicht, dass es wieder passiert,
Ja, das sieht doch auf gleicher Linie aus. Das sieht auch alles sehr, sehr gut aus. Also mit der ich, bei mir ist es, ich glaube, das ist allgemein die linke Steuerungstaste. Da kann man hergehen und das snappen lassen, sodass halt das ein bisschen hilft. Ja, hätte ich auch mal in die Steuerung gucken können. Ich lerne allerdings immer dazu. So. Ja, dieser Mann ist auch lernfähig. Sollte man gar nicht glauben. Ich werde mal kurz hier, warte mal, elektrische Energie. Ein Biomassebrenner. Das ist jetzt ein bisschen, kontrovers, dass ich das baue, weil ich was anderes baue. Was? So, wir brauchen erstmal noch einen Powerpool hier. Den setze ich mal hier. Oh ja, den können wir auch ein bisschen näher ransetzen. Und den verbinden wir mit einem weiteren Powerpool. Na. Jo. Einfach so, damit wir hier mal ein bisschen mehr Anschlüsse haben. Ja, ich habe zwischendurch ein bisschen geübt, das kann man auch sagen. In meinem eigenen kleinen Teil. So. Jetzt können wir von dem nach dem verbinden. Und von dem nach dem. Ja, aber dummerweise habe ich nicht in dieser Welt hier geübt. Sonst wüsste ich jetzt schon, wie ich weitermachen soll. Wäre schöner. Und jetzt ist die Frage. Ja, wir brauchen noch, wir müssen hier vorne anbauen. Und ich hoffe, der Platz reicht aus. Ja, doch, der wird ausreichen. Ach ja, keine Biomasse. Ich werde jetzt mal normale Biomasse nehmen erstmal. Na, ach so. Ja, gewöhn dich dran, dass Tasten anders belegt sind jetzt. So. Und ja, das war's. So viel Biomasse hatten wir gerade noch. Ja, die müssen jetzt hier eingestellt werden. Und zwar, jetzt werdet ihr gucken. Hier packe ich, gewöhn dich an die neuen Tasten, Holz rein. Hier packe ich Blätterchen rein. Guckt euch das an. Ja, der macht jetzt noch nichts, weil, pass mal auf, hier sagen wir Biomasse Blätter soll der produzieren. Und der hier soll Biomasse Holz produzieren. Ihr erinnert euch. Also hier seht ihr jetzt schon, hier kommen die Blätter aus diesem Container raus und gehen in diesen Konstruktor rein. Hier kommt Holz aus diesem Container, aber das Holz ist schon alle. Ja, da müssen wir wohl gleich noch ein bisschen nachlegen, ne? Ups. Oh Mann. Ich habe heute die Kontrolle irgendwie nicht so ganz. Ich brauche unbedingt noch Fundamente. Diese Maus. Moment mal. Ich muss das mal endgültig regeln. Kleinen Augenblick. Ich hoffe, das macht jetzt nichts kaputt. Ich muss tatsächlich mal die Maus hier abkoppeln. Denn, ist ein Durcheinander hier. So. Das dürfte es leichter machen. Ja, nee, die externe Festplatte stand auf der Maus und hat das Kabel nach unten gezogen. So. Und dann gib mir noch mal Fundamente, bitte. Denn wir müssen hier noch ein bisschen weiter bauen. Und möglichst richtig ansetzen. Ja, das wird hier noch ein bisschen größer später. Ihr seht, ich bereite schon was vor. Eigentlich sollte ich noch ein bisschen mehr bauen von den Dingern. Und ich weiß, ich bin auch nicht 100% richtig mit dem Drücken. Fuck. Das passiert jedem. Halt. Das hat er gar nicht gebaut. Seltsam. Okay.
kann schon ein bisschen verwirrend sein. So. Was ist denn da ganz verwirrend? Das ist doch so einfach. Schnauze, wie der Franzose sagen würde. Frage ist jetzt, können wir... Ich weiß nicht, ob das funktionieren wird. Ich brauche einen Förderband-Fusionator. Das ist mal ein Wort, ne? So, und diesmal setzen wir mal den Ausgang richtig. Ich würde den gerne dann so setzen. Ich glaube, das dürfte funktionieren. Hey, ich glaube, das funktioniert sogar noch ein bisschen besser. Moment. Weg damit. Förderband. Fusionator. So. Ich glaube... Das habe ich sogar... noch wieder schon wieder Platz verschwendet, glaube ich. Aber das ist mir jetzt mal Wurst. Dann sieht das auch ein bisschen schön aus. Und noch mal ein Förderband hier. Das macht der Typ bloß, ne? Ja, also diejenigen, die ein bisschen das Spiel gespielt haben, werden es wissen. Der Rest lernt es gleich. Wir brauchen noch einen Konstruktor. Drei Konstruktoren ist der Typ, der dort wahnsinnig. Ja, natürlich ist er das. Nicht genügend Freiraum. Ach, guck mal. Wenn man nämlich auf die linke Control-Taste, also bei mir ist es so konfiguriert, drauf knallt, dann schafft er den Freiraum, den er braucht. Ist das nicht geil? So. Guck mal, da kommt Biomasse raus. Seht ihr das? Da kommt Biomasse raus. Wie geil, ne? So, passt mal auf. Was wir mit dem machen, das ist sowas Geiles. Das ist so sowas von absolut, das blowt dir das Mind. Hier machen wir festen Biokraftstoff. Jawohl, aus Biomasse. Und hier vorne müssen wir jetzt noch ein paar Platten anbauen. Deswegen sagte ich, ich weiß nicht, ob wir genügend Platz hier haben werden. So. Ich weiß immer nicht, ob ich das von unten bauen soll oder von oben. Was angenehmer ist, jetzt fühlt es sich fast von unten besser an. So, und ja, der Konstruktor muss natürlich auch noch hier an den Strommast angeschlossen werden. Hier mal Stromleitung, mach mal dran. Und jetzt sieht man hier auch, die Biomasse geht da klasse rein. Und wenn wir jetzt hier vorne noch einen Container dran bauen, wie mein Freund RK sagen würde. Da kommt Döner. Ja, tatsächlich klischeehafterweise. Ich sag das jetzt nicht. So. Lagercontainer. Machen Sie mal einen Göfferen. Und jetzt Förderbond. Nein, mein Sächsisch ist mindestens genauso schlecht. Und jetzt schaut euch das an. Die Biomasse, der Brennstoff kommt da einfach so reingefahren. Was wir jetzt machen sollten, bevor wir irgendwas anderes machen, weil, guck mal hier, das Holz ist schon alle. Hier, Blätter werden noch, die Blätter werden noch verarbeitet. Wie viel haben wir denn hier drinnen noch? 80. 80. Wir sollten ein klein wenig, wir haben ja oben noch die ganz normale alte Biomasse. Die sollten wir erstmal verheizen hier. Nach und nach einfüllen in dieses Gerätschaftenteil. Ist da oben denn schon Stromausfall? Nö, das scheint noch alles zu laufen. Ja. Ja, nö. lustig ist jetzt natürlich, geht der denn noch hin? Ach so, der eine Konstruktor da drüben wird von dem betrieben. Das soll so natürlich nicht sein. Was sagt denn unser Mam? Analyse abgeschlossen. Nacktschneckenscan ist abgeschlossen. Nacktscanner. Bitte wählen Sie einen Knoten aus dem Baum. Nacktscanner. Research finished. Okay, dann weiter. Weiter. So, hierfür brauchen wir eine gelbe Energiefragmente. Wo kriegen wir die her eigentlich? Gelbe Elektroschnecke. Ach so, müssen wir dann. Okay. Hallo. Elektroschnecken.
Brauchen wir hier noch, wir brauchen noch ein paar Kupferdrähte und ein paar einfache Eisenplatten. Nee, einfache Eisenplatten haben wir. Eisenrohre brauchen wir noch. Eisenröhre müssten wir noch kriegen. Also, wenn du Sächsisch sprechen willst, müsst ihr einfach nur den Unterkiefer nach vorne schieben. Das hat mir mal mein Lehrer früher noch schon in der Schule, als der Osten noch dicht war, hat er mir das beigebracht. Und meinte so, wenn du Sächsisch sprechen willst, musst du einfach nur den Unterkiefer nach vorne schieben. Ist natürlich nicht richtig. Du musst natürlich auch ein K als G aussprechen und so weiter und so fort. Allerdings nicht immer. Bitte, liebe Sachsen, seid nicht böse. So, lass mich mal schauen. Ah. So, also wir müssen unbedingt mal hier die komischen Pflanzenblätter loswerden. Da haben wir uns ja was angetan. Ich hoffe, die lassen sich noch für irgendwas anderes verwenden als für, sag schon, so schön, für Farbe. Waren wir mit den Elektroschnecken durch? Nö, hier nicht. Okay, dann Forschungszeit, 5 Minuten. Ich weiß nicht, wofür das gut ist. Übertakten. Ach, damit kann man die Produktion übertakten. Da kann man dann solche Dinge aus Elektroschnecken bauen und dann in verschiedene Maschinen reinschmeißen und dann laufen die schneller. Was ich jetzt mal machen möchte gerne, das ist in diese Kiste, aus dieser Kiste hier, sämtliche Biomasse rausholen. Alter, was für ein Schrott alles hier drin ist. Und auch Blätter und so weiter. Und da haben wir schon eine Schnecke. Das ist Schwefel. Haben wir Schwefel eigentlich schon untersucht? Ist ja schon gut. Ich mach's ja schon nicht mehr. Wir sollten jetzt aber keine Blätter und kein Holz da hinten reinwerfen, weil hier packen wir Biomasse ab jetzt rein, dann wird die automatisch durchgerödelt, bis wir keine mehr haben. Weil machen werden wir ja keine mehr. So. Und da wird schön gearbeitet. Wir haben jetzt tatsächlich was haben wir heute gemacht? Kabel automatisiert und die Produktion von Biokraftstoff, also den festen Biokraftstoff automatisiert. Ja, da habe ich mir doch erstmal was, kann ich mir doch erstmal was gönnen. Was ich heute aufbauen will, ist der Geldraumlift, der Weltraumlift. Allerdings weiß ich nicht, wo ich den hinbauen will, weil der verbraucht so verdammt viel Platz und unsere Fabrik wird auch viel Platz verbrauchen. Deswegen werde ich den wahrscheinlich irgendwo hier hinten hinbauen. Am besten nicht da drüben, wo das Urin ist. Da ist nämlich alles verstrahlt vom Mittelstrahl. So, erstmal hier alles abernten, den ganzen Buschkram hier. Gibt schön Biomasse. Können wir unserem neuen Kraftwerk dann schön verheizen. Das gibt ordentlich Biomasse. So. Kann ich vielleicht doch mal die DPI-Zahlen ein bisschen runterdrehen? Mal schauen. Ah, so ist zu langsam. Oder? Ja, wenn wir dann hinterher kämpfen müssen, dann habe ich Probleme. Ah. Das ist der Nachteil, wenn man die Mausbuttons mit dem Greifen belegt hat. Dann haut man öfter auch mal auf die Angriffstaste aus Versehen drauf. So, zack. So. Immer schon vorsichtig. Ich muss auch gleich mal ins MAM gucken, was wir eigentlich an Forschung noch nicht haben. Wir haben mit Sicherheit noch irgendwas. Nee, nicht Erforschung. Wir haben mit Sicherheit noch was im MAM, das noch nicht vervollständigt ist. Ja, das ist das Dumme, wenn du in einer privaten Welt spielst und in einer anderen, also in der Let's Play Welt. Du kriegst die dann öfter mal durcheinander. Nö, du sicherlich nicht. Du bist ein Superhirn. Klaro. Jeder ist ein Superhirn, solange bis man sagt, zeig mal. Ja. So. Ich muss jetzt hier sehr vorsichtig sein, was ich hier tue.